Was ist das, Bagley? Das ist ein Audiomitschnitt des Verhörs von Heath Bolton. Um es kurz zu machen, Sie glauben nicht, dass er so gar nichts mehr mit DedSec zu tun hat. Wie bitte? Hör es dir doch selbst an. Das Wichtige ist, er hat seine Infos zu DedSec verstecken wie ein Vollidiot auf physikalischen Medien gespeichert. Die Geräte sind noch im Bahnhof und warten darauf, zerstört zu werden. Hat es gelohnt, rauszugehen. Schrecklich. Ich vermisse mein G36. Schmerzlich. Ich putz da nur hier. Fresse! Der Boden ist nicht sauber genug. Guck mal, hier kann man ausrutschen. Die Daten sind zerstört. Jetzt hat der SRS nichts von Heath Bolton gehabt, außer Rumgejammer und einen versauten Fußboden. Danke, Sir. Okay, Frage. Hast du was mit der Folteraufnahme vor, die du gefunden hast? Wenn nicht, kann ich sie haben? Ja, okay. Warum? Ich kenne ein paar Klatschblätter, die dafür sehr gut bezahlen würden. Du kriegst natürlich einen Anteil. Wenn die Story rauskommt, wäre das sehr peinlich für den SRS. Alles klar. Saugut. Danke, DedSec. Und gute Arbeit. Schockgewehr, MCX. Nein. Nein, nein, nein. Da fahren wir hin. Eine kuriose Geschichte aus Amerika heute. Es kursiert eine Audioaufnahme, in der Sirs Officer angeblich einen eingereisten amerikanischen Hacker zu Tode foltern. Das Innenministerium bezeichnet die Aufnahme als Fälschung. Zitat: gebastelt von Ami-Radikalen oder russischen Trollen, ihre Wahl. Zitat Ende. Wir nutzen dieses Element der Nachrichten viel zu selten im Spiel. Also auch während der Hauptmission und so weiter. Da wäre da viel drin gewesen. Diese Journalistin auf mysteriöse Weise verschwunden, während sie untersucht hat, wie der SIRS auf mysteriöse Weise Menschen verschwinden lässt. Sollten wir uns ansehen. Wir könnten was Nützliches finden. Ich dachte, wir könnten der Möchtegern-Stasi vom SIRS einen Schritt voraus sein. Aber ich sehe Anzeichen für einen Kampf. Ich habe einige Beweisstücke markiert, die ich näher untersuchen möchte, wenn du mir hochauflösende Fotos besorgst. Anscheinend ist etwas Interessantes unter dem Auto. Beweg es, damit wir es uns genauer ansehen können. Nimm das.
wichtig, ja? Das Fortsetzen gesetzesmäßigen Aktivitäten führt zur Verhaftung. Das Nichtbefolgen führt zu gewaltsamen Mast. Zielperson widersetzt sich verhaftet. Toll, der hat mich trotzdem getroffen. Ich soll auch noch fotografieren. Alle Fahrzeuge. Ständig Auto. Reifenspuren relativ frisch. 24,9 Zoll Durchmesser. Eine übliche Größe für große Fahrzeuge wie Trucks oder Vans. Na, gut aus. Ich suche noch woanders. Ja, ich glaube, das war's. Suche beenden. Richtig, du musst jemanden mit einem 3D-Drucker kennen, wer kennt es nicht? Jemand hat die Überwachungskameras mit Sprühfarbe verziert. Bleibt die Frage, wie kommt Scheiße aufs Dach? Oh, da komme ich sogar so hin. Ich dachte, jetzt müsste ich die Drohne nehmen. Und da kommt schon die Verstärkung angelaufen. Alles klar, dann mal los. Wo zum Teufel sind die alle? Mach dir die Tür auf, komm raus. Geht doch. Achtung, eingeschränkter Dienst entlang der Ringlinie aufgrund einer Albion-Untersuchung. Hallo? Oder meint ihr den Einkaufswagen? Dann halt so. Eine Notizdatei ist offen. Sieht nach einer Journalistin aus. Ich habe auf deiner Festplatte eine Mitschrift abgelegt. Immerhin wissen wir, dass sie hier war. Okay, danke. Verdammt. Und jetzt? Ach, beruhig dich. Hast du geglaubt, ich hätte dich die ganzen Fotos für meinen Invite-Feed machen lassen? Wenn du den CTOS-Hub findest, kann ich deine Fotos mit dem Security-Feed gegenchecken und die Momente isolieren, bevor die Journalistin entführt wurde. Vielleicht versteckt sich da ein Hinweis. Nachricht angekommen. Sehr klar, ich wieder zurücklaufen muss. Ich glaube, sie war eine Zivilistin.
Ich knüppel einfach gern Leute mit dem Stock. Mein Fehler. Gefunden. Das ist das Bild kurz bevor die Kamera schwarz wurde. Siehst du den Van im Hintergrund? Die Nummer auf dem Kennzeichen deutet darauf hin, dass dies ein Regierungsfahrzeug ist. Interessant. Das bestätigt, dass die Journalistin vermutlich vom SIRS entführt wurde. Weißt du, wer wissen könnte, wo ein SIRS-Agent eine unter fragwürdigen Umständen festgenommene Journalistin hinbringt? Ein anderer SIRS-Agent. Ich habe Malik in der Leitung. Können wir ihm trauen? Müsst ihr das denn? Vielleicht verfolge ich einen Plan. Vielleicht ist mir einfach auch nur langweilig. Ja, und? Sieh dir diese Farbe mal genau an. Das ist keine handelsübliche Farbe. Das ist Karkfarbe fürs Militär. Erinnerst du dich, wie du mich vor Albion gerettet hast? Fick dich. Ach, komm schon. War doch lustig. Aber wie auch immer. Damit wir aus diesem Tag noch was rausholen, habe ich einen Wurm in ihrer Kommunikationsausrüstung installiert, der mir unter anderem Daten über ihre Anforderungen liefert. Ich habe Bagley gerade Zugriff gegeben. Anscheinend hat Albion gerade eine Lieferung Karkfarbe in diesem Farbton zum Albion-Internierungszentrum liefern lassen. Sende Koordinaten. Die gute Karkfarbe. Gib mir die Koordinaten. Immer noch nicht übrigens sicher, ob Nebenmissionen nicht einfach generiert werden. Obwohl, glaube ich nicht. Man hat ja teilweise mit den Leuten zu tun. Aus den Missionen noch. Nicht, dass das ein Hinweis dafür wäre, aber... Das Internierungszentrum. Dort sollte sich die Journalistin befinden. Ja, wir kümmern uns auch sofort um die Journalistin, aber lass mich ganz kurz über dieses wundervolle Entführungsprogramm des SIRS untersucht hat. Die Spinne ausrüsten. Kuckuck. Er freut sich, mich zu sehen. Da ist die Journalistin. Und vielleicht noch so ein paar andere Leute, die umgekrempelt werden sollen. Songwriterin. Sieht übrigens aus wie so ein Internierungslager aus Arrow.
Jetzt packen Sie die schweren Geschütze aus. Ach Kacke, jetzt brauche ich doch nochmal die Spinne. Obwohl, Beto kann sie über dieses kleine Ding hier nicht rüberschmeißen. Verdammt. Als ich gerade drin mit der war, hätte ich einfach rausrennen sollen. Aus der Lagerhalle und dann eine der Türen hacken, damit die aufgeht für mich. Alles cool. Da, die Drohne muss ich gleich deaktivieren. Was soll dieser Mist? Melden Sie jegliche verdächtigen Aktivitäten zu Ihrer eigenen Sicherheit. Also für immer deaktivieren. Bist du die dumme Journalistin? Hilfe, bitte! Wir helfen dir gerne. Du musst keine Angst vor mir haben, ich bin nur wie eine Sicherheitskraft von Albion gekleidet. Und ich habe nur in ihrem Auftrag 1000 Leute umgebracht. Aber sonst gehöre ich zu den Guten. Komm, die Wache kommt wieder. Ich kann keine Verfolger mehr sehen. Deshalb müssen wir jetzt erstmal genau vor dem gefährlichen Gebiet mit der Tuse reden. Danke für die Hilfe und alles, aber wir müssen uns beeilen.
Wenn ich nicht heute noch aus dem Land rauskomme, bin ich kolossal am Arsch. Ich gehöre zu DedSec. Was können wir tun? Okay, vielleicht könnt ihr helfen. Desurs hat eine Gesetzeslücke entdeckt und kann dich aus egal welchem Grund verhaften. War der Beagle deines Butlers beim selben Hundefriseur wie einer der Tuan-Bomber? Dann kann dich Desurs ohne Haftbefehl einsperren und das Schnüfflergesetz macht es legal. Wie können sie das machen? Seit London zu CTOS gehört, hat Desurs totalen Zugriff auf jede Mail, jeden Anruf, jeden Kamerafeed, einfach alles. Wenn man der Regierung diese Art von Informationen gibt, lautet die Frage nicht, wie machen sie das, sondern wie könnten sie nicht? Der Sirs ist eine Schande für den öffentlichen Dienst. Hier, eine Adresse. Jemand trifft dich dort später mit einem sauberen Pass. Damit solltest du ihnen erstmal entkommen. Sobald die Journalistin in Sicherheit ist, stelle ich ihr DedSec-Ressourcen zur Verfügung, damit sie ihre Story beenden kann. Klingt gut, Bagley. Ich kitzle währenddessen beider saß Fuß. Verpiss dich, DedSec-Soldat. Du unterentwickeltes Drecksding! Dämliches Drecksdrohne! Beleihst du die Drohne? Dann hör auf, Drohnen zu beleidigen. Wie viele Handschellen habe ich wohl dabei? Keinen Widerstand, keine Panik. Hey, hey, hey. Reden ist verboten. Ich verstehe, dass das für ein grausames Säugetier wie dich schwer zu begreifen ist, aber es gibt so etwas wie zu brutal. Ich verstehe, dass das für ein grausames Säugetier wie dich schwer zu begreifen ist, aber es gibt so etwas wie zu brutal. Bei hat er recht. Wo hast du Watch Dogs gekauft? Nirgendwo. Das wurde mir gestellt. Gönn mir auch. Ubisoft ist mein Freund, weil ich da immer ganz viel Liebe verbreite. Ich schicke immer ganz viele Herzchen zur Annik. Ja, wenn das geht, sicher. Wenn das funktioniert, das wäre fantastisch. Super. Klar, sicher. Dieser tote Mensch hat kurz vor seinem Ableben Codezeilen aus dem Taxi-Netzwerk heruntergeladen. Anscheinend wurde an dem Netzwerk herumgepfuscht. Das ist Amateurcode, reingestopft, wie sich ein Kind einen Wachsmalstift in die Nase steckt. Es steht sogar ein Kommentar an dem Code. Was steht da? Keine Wörter, nur Bitfolgen, Kauderwelsch und nicht genug, um nützliche Daten zu gewinnen. Du glaubst also, ein Hacker hat das Taxi-Netzwerk übernommen und ist im Blutrausch? Genau, aber um sicher zu gehen, brauche ich mehr Daten. Okay. Hat er eigentlich. Holen wir uns mehr Bitfolgen. Macht der erste Hilfe mit dem Handy. Das könnte helfen, den Hacker zu finden. Das machst du falsch. Ups, das findet ihr anscheinend nicht so gut, dass ich Leute verhafte. Was? Es soll aufhören! Was zum Teufel war's? Kein Verfahren, keine Strafe. Er war da.
sind Menschen, keine Tiere. Das sagst du so. So. Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Na los. Das ist ja mal erstklassige Arbeit, was? Oh, ich muss Taxis finden auch noch jetzt, ne? Da vorne ist zum Beispiel eins. Wenn ich gewusst hätte, dass das Taxi von mir abhaut, wäre ich, sobald ich anfange, das zu hacken, wäre ich natürlich nicht ausgestiegen. Finden wir das Arschloch! Drohne, ausschwärmen und suchen! Soll ich vielleicht besser im Taxi sitzen dabei? Bleib stehen, autonomes Taxi. Was gibt es, Bagley? Derselbe simple Code mit Bitfolgen in einem Kommentar. Ich versuche, die zu konvertieren. Moin, das Beste. Wir bitten nur, lassen Sie. Was war das? Also gehören diese Bitfolgen zu einer Audiodatei und kamen nicht daher, dass jemand seine Tastatur die Treppe runtergetreten hat. Hack noch ein Taxi, dann kann ich den Rest entschlüsseln. Beeilen wir uns. Diese Taxis könnten jeden Moment Amok fahren. Ich habe jetzt genug Bitfolgen, um die Audiodatei zu vervollständigen. Mal sehen. Bei allem Respekt, das sind BrokerTech-Angestellte. Ihre Mitarbeiter, die von Ihrem Produkt überfahren werden. Wollen Sie denn nicht das Beste für Ihre Leute? Sky Larson weiß genau, was das Beste für Ihre Angestellten ist, Lieutenant. Und deshalb bleiben die Taxis auch in Betrieb. Aber die Taxis vom Netz zu nehmen, wird doch Ihrer Bilanz nicht schaden. Wir bitten nur um Albions Kooperation, während wir das Problem intern lösen. Lassen Sie unsere Bilanz unsere Sorge sein. Was? Ein BrokerTech-Produkt tötet die eigenen Mitarbeiter? Ich habe mir alle Opfer der Taximorde angesehen und sie haben zwei Gemeinsamkeiten. Sehr schlechte Reflexe und ihren Arbeitgeber, BrokerTech. Ist das also ein weiteres von Sky Larsons neural kartierten Opfern? Genau, ein ehemaliger Taxifahrer. BrokerTech hat mit der Stadt an automatisierten Taxis gearbeitet und jetzt nehmen die Taxis Rache. Außer uns wird das niemand beenden. Was können wir also tun? Wir müssen diese KI immer noch finden. Hacke ein weiteres Taxi. Vielleicht kann ich den Benutzerverlauf auslesen. Download abgeschlossen. Anscheinend kommen die Codeänderungen aus einem Parkhaus in Westminster. Ich kann nicht glauben, dass wir wirklich diesen kranken Irren bei BrokerTech helfen. Aber haben sie es verdient zu sterben, bloß weil Sky Larson ein übles Arschloch ist? Die Beziehung zwischen Schöpfer und Werk kann schwierig und komplex sein. Siehe Frankenstein. Frankensteins Braut, Frankensteins Sohn. Danke, Bagley. London hat schon genug Probleme. Da brauchen wir nicht auch noch Killer-Taxis. Diese KI auszuschalten sollte für uns kein Problem darstellen. Komm her. Ach, Hund, ist das schön, wenn du auf meinem Schoß bist und die ganze Zeit am Rülpsen bist. Das vibriert so schön. Und es kommt immer ein frischer Geruch von unten. Hmm.
Du bist jetzt dort, wo die Taxis parken und repariert werden. Wir sind hier, um die KI zu finden, um zu verhindern, dass sie weiter GPS-Routen durch Brokertech-Angestellte plant. Geht weg, ich bin hier, um die Welt zu retten. Verdammt, das war doch an der Seite die Zufahrtsstraße. Meine arme kleine Drohne. Ich sollte mal runterfahren. Shit! Ich mach Meldung bei der Zentrale. Friss Scheiße, Bulle! Beziehungsweise irgendwo muss ich doch hier runterkommen. Dann halt die Spinne. Wieder ins Menü, umwechseln, reinschmeißen. Ich verlasse mich auf dich. Danke, Little Spider. Das ist mir echt scheiß Fascho. Was? Wer? Mir kommt es so vor, als kann man einfach keine normalen Gespräche mehr. Wir können uns gerne über Politik unterhalten. Das ist kein normales Gespräch. Dann lass uns doch über Gesundheitsreform reden. Dann noch schlimmer, ich gehe nach Hause und mich auf die Bank legen. Ausschalten sofort. Upsala. Es tut mir leid, er sollte dich eigentlich treffen. Das war keine gute Idee von mir. Der Spaß ist vorbei. Es lässt sich ja. Ich bin verletzt. Ich bin getroffen. Was war das? Natürlich. Hilfe!
Oh, danke, Kahnbau, für das Verschenken von den Subs. Vielen Dank. Bin getroffen. So, wo ist der nächste? Da unten. Aber die wird gerade noch von der Support-Drohne zerschossen. Ah, nicht durch den Alarm laufen. Vielen Dank. Der Verdächtige ist entwischt. Piep, piep. Piep, piep. Fahr mal eben rückwärts, damit ich was sehe. Toll. Habe einen Fahrstuhl freigeschaltet, mit dem ich noch gar nichts zu tun habe, weil ich jetzt nach oben muss. Maschinen, die Maschinen bauen. Krank. Ja, wer soll ihn sonst bauen? Wer kann denn mehr arbeiten außer Maschinen? Ja, und mit einer Spinne machen können. Warnung, Kerntemperatur steigt. Das können Sie nicht machen. Ich war mein Leben lang Taxifahrer. Ich kenne mich aus. Bitte, mich nicht. Redundant. Tötest, tu ich's. Verdammte Automatisierung. Nicht autorisierter Zugriff. Boote Fahrzeuge auf lokales Netzwerk. Initiiere Signalinterferenz. Was ist hier los? Die KI leitet Rechenleistung um, um den Löschvorgang zu stoppen. Leider fällt mir dazu kein guter Witz ein. Oh. Oh. Das Feuer.
zuletzt gesehen? Lass mich raten, der explodiert gleich und nimmt mich mit. Zur letzten bekannten Position. Weil, wie kommen wir denn auf so eine dämliche Idee hier? Verstanden. Das sehe ich mir mal an. Ich brauche. Wurde beschossen! Ich werde nicht zögern zu schießen. Achtung, ich komme! Ja, warum sollte auch diese Scheißwaffe irgendeinen Schaden machen? Was brauchen wir für diese Scheißmission? Man braucht für diese Scheißmission diese dämliche Bombe. Das sagt das Spiel einem aber vorher nicht. Boah, ich fick einfach alle, ey. Das Spiel hat teilweise so Gameplay-Probleme. Und warum bist du nicht verfügbar? Weil du wahrscheinlich gerade getötet wirst irgendwo. Unterhund. Zu hören, Bagley. Das gefällt mir gar nicht. Leider ist ein weiterer unserer Agenten jetzt im großen Versteck im Himmel. Ja, das im Himmel war das Spiel eigentlich informiert vernünftig und dann kann es nicht mehr zurückgehen. Kotz die Wand an, ey. Kotz einfach alles an. Tut mir leid, ich habe mich vielleicht ein bisschen zu sehr aufgeregt. Aber das Spiel verarscht einen. Das Spiel verarscht einen einfach. Bei solchen Sachen verarscht es einen wirklich. Nein. Das ist doch nicht Akro-Proof, das ist Entspannungsproof. Muss ich an mein Herz denken. Hörst mir doch nicht zu. Aber die Shotgun-Schützen sind auch wirklich so ein Abfuck, weißt du? Die schießen einmal auf dich, da bist du eigentlich schon mehr tot als lebendig. Wow, diese Technik ist so cool. Ach, Entschuldigung, meine Nase läuft auch gerade. Sehr unangenehm. Wenn hier doch wenigstens irgendwas in der Nähe wäre, um was zu sprengen. Ich
Warnung, Kerntemperatur steigt. Das können Sie nicht machen. Warum kriegen jetzt vier Gegner auf einmal? Ich bin ein Taxifahrer. Ich kenne mich aus. Bitte. Mich nicht. Redundant. Tötest. Tu ich's. Verdammte Automatisierung. Nicht autorisiert. Warum kriegen jetzt vier Gegner? Und das finde ich der, das ist der Beschiss. Die ganze Zeit kamen nur zwei, ne? Und jetzt machst du die neue Runde, gehst runter, Hex, plötzlich kommen vier. Ist natürlich von den Waffen dann total für den Arsch, die normalen Death Tech-Dinger. Mir gefällt nicht, wonach das aussieht. Bagley? Im Einsatz. Im Einsatz gefallen, ja. Weil das Spiel verkackt einen. Und das, ach, das kann ich nicht machen. Ich brauche diese Scheißbaum, um die Taxis nachher kaputt zu machen, weil die Taxis das anscheinend aus Titan gefertigt sind. Was zur Hölle geht hier vor? Die KI leitet Rechenleistung um den Löschvorgang zu stoppen. Leider fällt mir dazu kein guter Witz ein. Verflucht seist du, Ubisoft, ey. Entschuldigung. Aber ist doch wahr. Dieses dämliche Zwanghaft, dass man unbedingt kämpfen muss, Scheißdreck, ey. Ich kann kotzen. Glaubt ihr nicht, du bist Zivilist? Wann ist das ausgegangen? Warnung, Kerntemperatur steigt. Das können Sie nicht machen. Ich war mein Leben lang Taxifahrer. Ich kenne mich aus. Bitte, mich nicht. Redundant. Tötest. Tu ich's. Verdammte Automatisierung. Nicht autorisierter Zugriff. Gute Fahrzeuge auf lokales Netzwerk. Initiiere Signalinterferenz. Was zur Hölle geht hier vor? Die KI leitet Rechenleistung um den Löschvorgang zu stoppen. Leider fällt mir dazu kein guter Witz ein. Ich bin nicht sicher. Junge. Jemand soll nachsehen. Was ist da los? Feuerschutz! Gerade stand irgendwas dabei. Das Fahrzeug existiert nicht mehr. Das ist nicht da. Ich brauch Deckung. Weil ich es gesprengt habe. Nagel in das Ziel fest. Lade nach, ich brauch Deckung. Was dauert das so lange?
krieg die Krise, ey. Lade nach. Unter Beschuss. Ah, ich kann auf das nicht mehr existente Fahrzeug aber wenigstens hochklettern. Ich kann das nicht. Du scheiß Buggy Game. Ohne Kack. Was für eine verbuggte Scheiße das ist. Und am besten gefällt mir auch, dass diese dämliche MP5, wenn man es mal, also man bemerkt das ja auch, du schießt auf Gegner, die kriegen einen Streifen Schaden und dann sind die immun gegen deinen Beschuss, gegen den Beschuss. Ist das mal aufgefallen? Du nimmst diese MP5 von DedSec oder was das sein soll, Maschinenpistole, schieß mich tot. Schießt drauf, die verlieren ein Stück HP, sind dann immun und dann kannst du erst wieder Schaden machen. Wenn du die ganze Zeit drauf fällst, passiert einfach nichts. Wahrscheinlich buggt die Mission jetzt. Weil ich einfach zu gut bin. Es wird nie einfacher, sowas mit anzusehen. Es ist gerade nicht nur ein Stück deines Herzens gestorben. Sei's drum, du bist dran. Ich gucke jetzt noch einmal, ob es jetzt funktioniert. Ansonsten muss ich eine andere Mission machen. Aber auf jeden Fall wieder eine richtig schöne Abfuck-Mission. Ja, es lohnt sich auch nicht. Einfach Atombombe auf London. Das heißt. Vielleicht muss ich auch den Hack neu starten hier. Warnung, Kerntemperatur steigt. Das können Sie nicht machen. Ich war mein Leben lang Taxifahrer. Ich kenne mich aus. Bitte. Mich nicht. Redundant. Tötest. Tu ich's. Verdammte Automatisierung. Nicht autorisierter Zugriff. Boote Fahrzeuge auf lokales Netzwerk. Initiier. Wieder zwei Shotgun-Schützen einfach hintereinander. Ach komm. Fick dich, Mission. Ohne Scheiß. Das ist ja wieder total die Verarsche. Ja, mit dem Mutterschlüssel sollte man mal den einen oder anderen Entwickler prügeln. Für den Zustand des Spiels an manchen Ecken.